Spektakuläre Faustschläge, Kinnhaken und vor allem eine große Show. Im Prater gibt's wieder das Prater-Catchen. 24 der weltbesten Wrestler kämpfen dabei um den Prater-Pokal. Lisa Veits mit den besten Bildern von Tommy Tornado, Fabio Ferrari und Co. Zurück auf Anfang. 24 Mann aus aller Welt. Geballte Muskelkraft, hunderte Kilo, scheinbar schwerelos. Es pumpert das Herz bei uns Wrestling-Fans, wenn es hin und her geht, wenn es hin und her schwappt. Man leidet schon mit ihnen mit, aber es sollte eigentlich eher die Ausnahme sein. Da kann man dann schon mal ein paar Worte rausschreien und ein loses Mundwerk haben, absolut. Wir haben geschwitzt bis zur letzten Minute, dass alle ankommen. Wir haben es geschafft, mit ein paar Verspätungen, Verschiebungen alle abzuholen. Die jungen Steirer Tommy Tornado und Tommy Torpedo steigen für Österreich in den Ring. Ihre Gegner, das Team Deutschland. Das heißt, der eine hält den anderen immer den Rücken frei. Und es ist natürlich immer cool, wenn man einen bei seiner Seite hat, wo man weiß, okay, wenn man selber nicht mehr kann, dann kommt der andere und macht das wieder gut. Hart im Nehmen auch der Prater-Pokalsieger des Vorjahres, der Italiener Fabio Ferrari. Es ist nichts, was damit zu vergleichen wäre. Es ist etwas, das ich tun muss. Wie eine Droge, aber im positiven Sinn. Der Italiener kann seinen Titel verteidigen. Für den Österreicher Peter White geht es bei diesem Kampf gegen Michael Kovac um alles. Wenn ich verliere, ist mein allerletzter Kampf. So ist die Stipulation auf Englisch, die Bedingung. Wenn ich gewinne allerdings, das ist im Vertrag drinnen gestanden, dann kann ich mir etwas von ihm holen, was ich mir ausgedacht habe. Gesagt, getan. Ein bisschen Brutalität, ja, mein Gott, na, schauen wir ins Fernsehen, was da umeinander geschossen wird, das ist doch ein Kindergarten dagegen. Apropos Kinder, die sind hier im Publikum keine Seltenheit. Weil es mir Spaß macht und weil ich jeden anjubeln kann. Kämpfen, ich tue nur so manchmal mit meinen Freunden so Spaß.